Ein Teil davon, gerade jetzt auch die Schweiz oder Holland oder auch Spanien, waren ja schon bei den Europameisterschaften dabei und bei den U-Teams. Also insofern ist es jetzt nicht ganz neu, aber sie haben eben nochmal jetzt eine Stufe höher, wo sie sich messen müssen. Es ist einfach ein toller Entwicklungsprozess für diese Länder, sich einfach weltweit oder mit den Besten der Welt messen zu dürfen. Es wird auf jeden Fall Überraschungsmannschaften geben. Es gibt die Favoriten und da hat unsere Bundestrainerin allein schon, ich glaube, 9 oder 10 aufgezählt. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Wir sind Weltranglisten-Erster. Insofern zählen wir auch zu den Favoriten. Und ich denke, dass gerade Holland, Spanien, vielleicht auch ein anderes Land. Thailand ist ja auch zum ersten Mal dabei. Weiß man nicht. Also es wird auf jeden Fall eine Überraschungsmannschaft bestimmt geben. Sehr gut. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die haben gerade auch mit der U20-Weltmeisterschaft 2014 viele Eindrücke mitgenommen, lernen können und wissen, was auf sie zukommt. Haben sogar noch mehr Mannschaften, die sie jetzt betreuen müssen. Also ich freue mich, ich glaube, dass sie das sehr gut meistern werden und ich wünsche ihnen einfach auch als Mannschaft, dass sie weit kommen, weil das für einen Ausrichter immer gut ist, wenn man halt auch weit kommt. Die Chancen sind für alle Mannschaften ähnlich. Sie müssen sich vorbereiten auf diese Verhältnisse dort, auf das Klima. Wir haben ein bisschen Druck, klar, weil wir als Weltranglisten-Erster in dieses Turnier gehen und wollen eben auch sehr, sehr weit kommen. Also das ist das Ziel. Das war immer unser Miterfolgsrezept, dass wir eine sehr gut gemischte Mannschaft hatten mit jungen Spielerinnen, mit erfahrenen Spielerin mit einem sehr großen Teamgeist und natürlich auch ein Quäntchen Glück. Und das wünschen wir uns dieses Jahr auch wieder. Der Umbruch hat nie so richtig stattgefunden, weil wir immer junge Spielerinnen integriert haben. Natürlich hören irgendwann mal Spielerinnen auf. Und dann rücken aber andere nach. Und das ist gar nicht so groß aufgefallen, weil diese Spielerinnen schon auf sehr hohem Niveau spielen. Dank U17-WM, U20-WM sind die ja schon irgendwo auf einem sehr hohen internationalen Level, spielen in der Allianz Frauen-Bundesliga, also in der ersten, und sind dieses Niveau gewöhnt. Also insofern ist da gar kein großer Umbruch.